Hallo, mein Name ist Dirk Ferrari von Electro Futura und heute präsentiere ich unseren allerneuesten Elektroroller und zwar den Long Runner. Und warum heißt der Long Runner? Der hat einen 45 Ampere 60 Volt Lithium-Akku, natürlich herausnehmbar. Mit dem habt ihr eine Reichweite mit bis zu 120 Kilometer und das zu einem Preis von 2599 Euro. Und in diesem Video möchte ich euch einfach mal alle Details zeigen. Und wie ihr seht, es ist ein großer Elektroroller. Ich bin, wie gesagt, 1,86 groß, also ihr könnt auch locker eine zweite Person drauf fahren. Und wir haben mega coole, riesige Räder, das finde ich auch ganz cool. Riesige, schöne, schwarze, große Felgen. Und ja, dann zeige ich euch einfach mal die Details. Noch ganz kurz zum Motor. 2200 Watt Nominalleistung und 2800 Watt Peakleistung. Und ja, ich zeige euch mal die Details. So, und jetzt zeige ich euch mal den Roller sozusagen ohne Fahrer, ohne mich, dass wir uns nur auf den E-Roller fokussieren können. Und was ich halt ganz cool an dem finde, sind eigentlich zwei Sachen. Das eine ist natürlich dieser riesige 45 Ampere Akku, wo ihr halt die 120 Kilometer Reichweite habt. Das macht natürlich diesen E-Roller sehr speziell. Und das andere ist diese riesige Reifen- und Felgengröße. Und vielleicht beginnen wir einfach mal damit, dass ich euch nochmal die schwarzen Felgen im Detail zeige. So, weil große Räder sind immer ein Kostengrund und deswegen haben viele E-Roller eher kleinere Räder. Und der hier hat einfach diese richtig coole, dicke, schwarze Felge. Und mit der Scheibenbremse vorne, dann hier oben sehen wir dann die LED und hier den Kopf des Rollers. Und jetzt mache ich den Roller mal an. So. Das Display ist sehr klar absehbar. Wie ihr sehen könnt, ist es nicht farblich, aber dafür ist es sehr, sehr klar zu sehen, auch wenn jetzt scheint gerade die Sonne. Und das Lustige ist, wir haben ja Anfang Februar und es ist mehr als 10 Grad und wir sind hier in Halsenbach auf über 500 Meter Höhe. Also das heißt, wahrscheinlich in den niederen Gefilden habt ihr schon 15 Grad. Also es ist super Rollerwetter Anfang Februar. Also ich bin natürlich gegen den Klimawandel. Aber man kann halt schon sehr früh anfangen, E-Roller zu fahren. Ja? Das ist natürlich schon eine gute Sache. So, hier sind die Gänge 1, 2 und 3 rechts. Und ich hoffe, dass man auch die Knopfverarbeitung sieht, dass es eine sehr gute Verarbeitung ist. Hier ist die linke Seite. Und wir haben auch super Händlerpreise. Fragt uns mal an, alle Händler. Schaut euch mal die Händlerpreisliste an. Und oder fragt uns einfach nach, da gibt es ein super Angebot für Händler. So, jetzt rechts sehen wir noch den Motor und jetzt öffne ich mal das Akkufach, weil das ist natürlich das Besondere. So, hier die Anleitung, COC-Papiere und hier ist die WIN-Nummernabdeckung, die muss ich auch drauf machen. Und jetzt fliegt alles weg durch den Wind und jetzt sehen wir hier 60 Volt, 45 Ampere, das ist natürlich einfach das Krasse hier an diesem Roller. Und ihr habt auch ein 6 Ampere Ladegerät dabei, kann hier jeder ausrechnen. Hier sehen wir, dann kann man auch draufklicken, dann sieht man jetzt gerade, okay, der Akku hier hat jetzt noch 63 Volt. Wenn man den voll aufgeladen hat, kommt man dann auf 68 oder 69 Volt. Das heißt, der Akku hat nicht mehr so viel Kapazität. Ist wie gesagt frisch aus dem Container. Der müsste jetzt erstmal geladen werden. Und jetzt hier, wenn ich ihn raushebe. So, ich kann ihn mit einer Hand gut rausheben. Ich schätze den auf 14 Kilo ein. Also den kann jeder locker tragen. Und wie gesagt, hier muss man das noch schnell dran machen. Die Spiegel habe ich schon dran gemacht. So, jetzt mache ich schnell mal wieder dran. Und jetzt zeige ich schon mal den Roller von allen Seiten. Und wie ihr seht, das Wetter ist Bombe. Ich würde wohl mal sagen, das ist hier wohl das absolute Rollerwetter, oder? Da sollten jetzt alle Leute sagen, hey, jetzt geht's mal wieder los, oder? Jetzt können wir losfahren, jetzt macht es wieder richtig Spaß. Und da freuen wir uns total, dass die Rollersaison kurz davor ist, loszugehen. Oder man kann auch sagen, man startet jetzt schon. Und ich finde, das ist ein schöner E-Roller, den wir ausgesucht haben. Den haben wir auch als Team ausgesucht von Futura.
Und ich habe halt, wie gesagt, da für 2.500 Euro 120 Kilometer Reichweite und herausnehmen einen Lithium-Akku. Und ich denke, das macht diesen E-Roller sehr, sehr speziell, weil das ist, glaube ich, selten zu finden. Und wie gesagt, ihr habt bei uns noch den Service. Wir haben 300 Servicepartner, wir haben den mobilen Service, wir haben die Ersatzteile auf Lager. Egal, wo ihr kauft, achtet auf Service und Ersatzteile. Und so, das war mal das erste Video vom Long Runner. Mehr Videos und Infos findet ihr wie immer auf unserer Homepage von Elektroroller Futura. Und ich hoffe, ihr konntet den ersten Eindruck gewinnen. Ich werde auf jeden Fall noch ein paar Tests machen. GPS-Tests und Reichweitentests und solche Geschichten. Das ist aber jetzt erstmal das allererste Video. Und wenn ihr unser Video mögt, dann liked doch unser Kanal, da würden wir uns total freuen. Und dann viel, viel Spaß beim ersten E-Rollerfahren in der neuen Saison. Tschüss! Noch mehr Fotos und Videos, die besten Preise und Preisaktionen findest du auf unserer Homepage elektroroller-futura.de. Wenn du keines unserer neuesten Elektroroller, E-Scooter, E-Bike und Elektrokabinenroller-Videos verpassen willst, abonniere jetzt den Kanal von Elektroroller Futura.